Wir sind im Haus drinnen und damit willkommen zurück bei der nächsten Folge Memento Mori, der Navi bei 18 hier. Der letzte Teil war ein wenig kurz, aber es war so eine schöne Stelle zum Schluss machen. Und nun, ja, erstmal nachdenken. Was wollten wir nochmal hier drin? Jetzt weiß ich wieder. Wir wollten uns umgucken, genau. Also machen wir die Tür direkt mal mit der Zange auf hier. Ist ja geil. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht mit Zange. Oh. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur fragen, ob... Das kann auch unmöglich portugiesisch sein. Moment, haben wir vielleicht Möglichkeit nochmal mit... Nein. Nein, nicht schon wieder. Das ist die falsche Wohnung und die Frau ist sowieso schon verärgert genug. Zehnmal bei ihr geklingelt. Eine Wandlampe, die nicht mehr lange durchhält. Oha. Ja, unten, okay. Kaputte Wand. Sie haben es hier offensichtlich nicht so eilig damit, kaputte Birnen zu ersetzen. Aber wenigstens haben sie die Glasscherben weggefegt. Na, immerhin etwas. Da fehlen Fliesen, meine Güte. Nummer 6. Nach den Namen auf den Briefkästen müsste das hier Dias Wohnung sein. Dias, buenos Dias. Entweder ist er nicht zu Hause oder er mag keine Besucher. Vielleicht ist die Tür ja nicht abgeschlossen. Dann probier's doch mal. Es ist abgeschlossen. Natürlich ist sie abgeschlossen. Ja. Dann werde ich wohl einbrechen müssen. Oh, Bad Girl. Aber nicht damit. Mhm. Das ist Dias Wohnung. Ich muss unbedingt da rein, koste es, was es wolle. Okay. Abgeschlossen. Das geht nicht. Dieses Fenster ist schon Ewigkeiten nicht mehr aufgemacht worden. Das merkt man an der stickigen Luft. Was? Erstaunlicherweise ist der Arbeiter nicht gleich wieder eingeschlafen, aber jetzt gibt es Ärger mit seinem Presslufthammer. Ach, sie sieht ihn von hier. Sehr interessant. Okay. Erstaunlicherweise ist der Arbeiter nicht... Hallo, ich habe auf den Feuerlöscher. Okay. Die Klammer, mit der der Feuerlöscher befestigt ist, ist festgerostet. Den bekomme ich mit bloßen Händen nicht heraus. Ich brauche etwas, um die Klammer zu durchtrennen. Extintor de Fogo. Das ist ein ganz normaler Feuerlöscher. Während des letzten Trainings hat ein Kollege so ein Ding benutzt, um die Scheibe seines Autos einzuschlagen, weil er seinen Schlüssel drin liegen gelassen hatte. Auch ein Verwendungszweck. Jetzt vielleicht mit der Zange? Ja. Das hilft schon mal weiter. Das hätten wir. Powerwoman. Mit dem Feuerlöscher kann ich Dias Tür einschlagen. Ich hab's mir gedacht, aber nicht wirklich. Oh, oh. Bruder de Merva. Bruder de Merva. Ups. Ai, não acredito. Então aquele barulho todo da construção acabou há umas horas e agora vocês chegam aí e começam outra vez. Meine Güte, kauf der Frau doch mal ein Wörterbuch. Ist ja Wahnsinn. Okay, was muss ich jetzt mit der machen? Extintor de Fogo. Tja. Die Treppe führt ins nächste Stockwerk. Ein kaputter Ventilator. Das bringt in dem modrigen Korridor hier nicht viel. Okay. Mit den Fliesen kann ich auch nichts machen. Die Lampen kann ich nicht mehr anklicken. Es scheint zu laut zu sein. Besser nicht. Die Nachbarin hat ja schon den Schlag auf den Boden gehört. Wenn ich jetzt die Tür einschlage, flippen sie hier völlig aus. Normalerweise hört man in einer Großstadt immer Baulärm, aber wenn man den mal braucht... Aha, also komme ich hier nicht weiter, bevor der unten dann nicht mit dem Presslufthammer weiterkommt. Okay. Danke für den Hinweis. Das erspart mir das weitere Suchen hier. Hat die einen sexy Knackipo? Heißt also, wir müssen uns draußen umgucken. Das heißt, ich habe hier irgendwo irgendwas vergessen. Bei den Briefkästen selber, da bin ich nicht weitergekommen. Übrigens, mir hat man gesagt, hier die Antenne abzwacken von dem Radio. Das geht leider nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist halt das Batteriefach und auch... Oder warte mal.
Da seht ihr's, es geht leider nicht. Geht nicht. Geht, es klemmt ein bisschen. Ein bisschen? Na toll. Also, was... Oh, was ist denn da hinten? Da laufen ja Menschen. Was war das denn hier? Okay, jetzt... Okay. Da war ich wohl nicht schnell genug. Moment, was war das da? War das jetzt nur Grafik oder war das was? Da liegt ein Geldschein. Ich breche jetzt... Und was kann ich mir jetzt damit kaufen? Süßigkeitenautomat. Wie viel? 5 Euro? Ein nagelneuer 5 Euro. Wie geil. Da ist sogar die Nummer. Ja, Freunde, wer von euch auf diesem Planeten hat einen 5-Euro-Schein mit dieser Nummer? Er möge sich bei mir melden. schön. Wir können uns was zu happern holen. Ich könnte mir eine Kleinigkeit kaufen. Oh oh. 2-2-2 sind Mandeln. Darauf bin ich nicht so scharf. 1-4-1, das ist Kaugummi. Darauf habe ich jetzt aber keine Lust. 1-4-3, ein Schokoladenriegel. Nicht schlecht, aber vielleicht gibt es etwas, das mich noch mehr anspricht. 1-3-5. Das ist ein Lutscher. Ich liebe Lutscher. Als Kinder haben wir die immer gegessen und dann mit dem Stiel der alten Tereskova die Klingel festgeklemmt. Kinder und ihre Streiche. 1-3-4 sind ganz stinknormale Bonbons. 2-9-1, ein Nussriegel mit Schokolade. Nüsse mag ich nicht. 1-3-8, irgend so ein Lebkuchendings. Den Geschmack kann ich nicht ausstehen. Na, was für ein Hinweis, dass wir damit in der Kindheit was festgeklemmt haben. Wie lutscht sie ihn denn jetzt so schnell? Ist sie besonders schnell im Lutschen? Was mit dem Wechselgeld? Ja, schön. Habe ich auch Münzen bekommen? Moment. Der Lutscher war noch eine gute Idee, aber so langsam wird dieses Ding nervig. Was für ein Ding? Lutzi, Lutzi. Ein Himbeerlutscher an einem langen Stiel. Hui. Okay. Ein ausgewickelter Lutscher. Der riecht gut. Ja, dann hinein. Oh, okay. Respekt. So schnell schaffe ich nicht, einen Lutscher zu lutschen. Sie ist wohl wirklich besonders schnell im Lutschen. Lutscher schmecken nicht nur gut, sie sind auch sehr nützlich. Ist vielleicht nicht gerade der aktuellste Stand der Technik, aber es sollte funktionieren. Na dann an damit. Hoppla. Verstehe. So geht es nicht. Okay, also wir müssen ihn zuerst anmachen. So. Geht doch. Pelo amor do senhor, o que fazes? És tu linha. Não vês que não funciona. Der Druck ist da, aber irgendetwas stimmt nicht. Ah, ich hab's. Er hat den Presslufthammer am falschen Anschluss. Der Druck geht an einen anderen Anschluss. Der Presslufthammer ist falsch angeschlossen. Gut, wollen wir hoffen, dass er jetzt anfängt zu arbeiten. Wird sicher eine ganz neue Erfahrung für ihn. So, jetzt haben wir den Baulärm. Juschki, sieh mal einer an. Wenn er sich anstrengt, leistet er wirklich gute Arbeit. Sieh mal einer an. Okay. Ja, dann mach mal Lärm. Ich brauche Lärm. Ja, sehr schön. Aber das Lustige ist, ich meine, wenn ich jetzt so eine massive Holztür mit einem Feuerlöscher beerdige, also trotz Baulärm wird man das hören. Vorausgesetzt, man hängt mit dem Ohr an der Wenn Tür. Wenn der Presslufthammer draußen ordentlich Krach macht, hört hier drinnen keiner ein paar Schläge gegen die Tür. Ein paar Schläge? Sie hat ihn jetzt gar nicht auf den Boden geknallt, habt ihr das gesehen? Hier riecht es ja ganz schön übel. Und was für ein Saustall. Aber keine Spur von Diaz.
Auch gut. Dann kann ich mich wenigstens in Ruhe umsehen. Mhm. Und vielleicht finde ich ja irgendwelche Hinweise. Auf jeden Fall sollte ich auch nach etwas suchen, um den Brief aus dem Briefkasten zu ziehen. Hier drin muss es doch irgendwo einen Hinweis geben. Irgendeinen Tipp, wohin er gegangen ist. Ich kann doch jetzt nicht wieder mit leeren Händen abziehen. Na, da hat sich Philipp ja mal wieder den besten Zeitpunkt ausgesucht für einen Anruf. Ja, geh mal dran. Was gibt's, Philipp? Welche Begeisterung! Freu dich doch, dass ich dich anrufe. Du nimmst dir nie die Zeit, mich anzurufen. Meine Güte, Philipp, wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Wir haben uns vor fast 3 Wochen getrennt und seither rufst du mich fast jeden Tag an. Es ist aus. AUS. Lass mich endlich in Ruhe. Das meinst du nicht ernst? Natürlich meine ich das ernst. Was hast du denn die ganze Zeit gedacht? Dass das nur ein Witz ist? Ein paar kleine Streitereien sind doch noch lange kein Grund, sich gleich zu trennen, oder? Kleine Streitereien? Sag das nicht. Du weißt genau, wie viel ich für dich empfinde. Wenn du mich weiter so abspeist, dann tue ich mir etwas an. Oh. Du benimmst dich wie ein hysterisches Weibsbild, Philipp. Und ich habe wirklich absolut keine Zeit und keinen Nerv, irgendetwas mit dir zu diskutieren. Weder jetzt noch irgendwann anders. Mach's gut. Bad Girl. Ja, aber wirklich. Was ist das für ein Brumm? Ich habe gerade bei mir im Zimmer gesucht, aber es ist im Spiel. Soll das eine Fliege sein? Wie geil ist das denn? Tisch am Fenster. Moment, erstmal Licht machen. Hier vorne war doch ein Lichtschalter. Ah, oh. Das ist die Toilette. So, mal ein bisschen Licht wenigstens. Ah, der Mülleimer. Der Mülleimer ist leer. So wie es hier aussieht, hat er wohl eh nie so ganz begriffen, wofür das Ding gut ist. Vorhang? Wo ist denn da ein Vorhang? Ach so, jetzt sehen. Ja, ja. Joiks. Auf keinen Fall. Ich stehle doch nicht das Poster einer halbnackten Frau von einer widerlichen Toilette. Das ist immer dasselbe Mädchen auf den Postern. Liv. Dieses Männerhobby kam mir ja schon immer komisch vor. Aber das hier übertrifft wirklich alles. Santi. Auf keinen Fall. Das ist immer dasselbe. Das ist... Okay. Auf keinen... Das ist... Auf keinen Fall. Okay, jetzt... Das ist... Okay, wieso kann ich die... Gott sei Dank ist er wenigstens zivilisiert genug, die Toilettenspülung zu benutzen. Hm. Nur dumm, dass er nicht auch noch gelernt hat, was man im Allgemeinen mit Müll so macht. Hm. Warum kann ich die Poster immer wieder anklicken? Wechselgeld. Oh, wie geil ist das denn? Eckige Münzen, wie geil. Ich wollte sie schon immer mal haben. Okay. Schnell wieder zumachen. Diese Poster müssen irgendwas bedeuten. Aber was? Kein Geschirr. Überrascht mich nicht gerade. Eieiei, das soll die Küche sein. Ein Stapel dreckiges Geschirr. Wirklich sehr künstlerisch. Ein Messer, eine schmutzige Gabel und ein Stück Tomate. Mm. Ist das alles? Und dieser Kerl war mal ein Meisterfälscher? Langsam glaube ich, ich habe einen Fehler gemacht. Hm. Tja. Bis jetzt noch nichts Interessantes. Wenn ich mich vollpumpen würde mit Steroiden, dann könnte ich das Regal vielleicht wegschieben. Aber irgendwer hat es auf jeden Fall schon mal bewegt. Wo sollten sonst die Schleifspuren auf dem Boden herkommen? Aha. Man sagt ja, zeig mir, was du liest und ich zeige dir, wer du bist. Wer bist du dann wohl, Diaz? Briefmarkenalbum. Ein Briefmarkenalbum? Ich dachte immer, Briefmarkensammler seien so ordentliche Menschen. Diaz ist wohl eine ganz besondere Ausnahme von der Regel. Ich bin zwar kein Briefmarkenexperte, aber vielleicht finde ich hier etwas. Noch mehr Briefmarken. Hm. Und eine Pinzette. Die Pinzette kann sehr nützlich sein. Vor allen Dingen bei Feinarbeiten, für die die Finger zu dick sind. Ja, ist ein cleveres Mädchen.
50 Wege, Rückenschmerzen loszuwerden. Und da steht die Nummer 7 drauf. 50 Wege... Okay. Christoph Myers. One Mind's Eye. Kenne ich nicht. Diaz hat eine 1 draufgeschrieben. Oh oh, da sehe ich es jetzt auch. Da ist eine 7, da ist eine 6. José de Marais Rego, 40 Anos de Arte. Na, wie auch immer. Auf dem Buchrücken steht eine 6. Das ist ein Rätsel. Drei Blondinen auf. Candy Bushcraft. Hat die nicht ein paar bekannte amerikanische TV-Serien geschrieben? Seltsame Lektüre für jemanden wie Diaz. Der Buchrücken trägt eine 2. Dieses Buch trägt den Titel 12 Historias Curtas und mit der Hand ist eine 5 draufgeschrieben. Ah, Rosenwald. In der Wohnung eines Kunstfälschers, keine Überraschung. Aber warum schreibt Diaz Zahlen auf die Buchrücken? Auf diesem hier steht die Nummer 3. Ja, weil er wahrscheinlich irgendwo etwas weggeschlossen hat, wofür wir ein Zahlenschloss brauchen. Schon wieder Poster. Und wenn ich sie wäre, ich würde das Regal entweder leer räumen, um zu gucken, was dahinter ist, oder einfach umschmeißen. Ganz einfach. Das da? Das soll ich mitnehmen? Du sollst es dir angucken. Liv Santee ist auf jedem einzelnen Poster hier. Echt krank. Überall steht Liv in Großbuchstaben. Hm, interessant. Das da? Okay. Der Tisch quillt über vor Dreckgeschirr und Essensresten. Zusammen mit den Zeitungen und Magazinen wirklich ein idealer Arbeitsplatz für ein echtes Ferkel. Wenn er hier mal guckt, das Wort Santi besteht aus 5 Buchstaben. Vielleicht könnte das noch hilfreich werden. Hoppla! Ich habe das Gefühl, hier drinnen finde ich etwas. Oh oh. Der Zettel mit den römischen Ziffern ist irgendwie komisch. Wozu braucht er das wohl? Wer rechnet und schreibt denn noch mit römischen Ziffern? Diese Tabelle muss für Diaz irgendwie wichtig sein. Aber ich nehme sie trotzdem nicht mit. Ich kann das auswendig umrechnen. Oh, okay. Eine Tabelle, um römische Zahlen in arabische umzurechnen. Wozu Diaz die wohl braucht? Eine stinknormale Sonnenbrille. Scheint, als hätte Diaz schwere gesundheitliche Probleme. Aber irgendwie habe ich nicht so wirklich Mitleid mit ihm. Oh, ich kann ja... Ah! Oh, Kleingeld. Warum nimmst du das denn nicht mit? Endlich das erste Anzeichen dafür, dass Diaz Interesse an Kunst hat. Aber ich glaube, ich will sein Werk lieber nicht sehen. Aha. Hier ist nur eine Umrechnungstabelle von römischen in arabische Ziffern. Wozu brauchst du wohl den Taschenrechner, frage ich mich. Ah ja. Eine Sammlung Strafzettel. Sieht aus, als würde Diaz genauso fahren, wie er lebt. Man hätte jetzt auch einfach die Schublade von oben dem Spieler zeigen können, anstatt jetzt hier einmal ringsrum im Kreis zu drehen. Aber gut. Diese Tabelle. Schick, schick, schick. Gibt's da unten noch eine Schublade? Nein. Gut, was gibt's hier vorne? Was? War ja nicht... Achso, zum Korridor oder was? Ja, zum Korridor, okay. Halt! Teppich! Den Teppich mitnehmen? Aus dieser sogenannten Wohnung? Nie im Leben. Tu ihn doch einfach nur auf Seite. Genau. Es ist nie falsch, unter dem Teppich nachzusehen. Aber? Ich wette, wenn ich alle 4 Ecken mal anhebe, findet sich mit Sicherheit etwas Interessantes. Okay. Na bitte. Vielleicht bist du ja doch nicht ganz so clever, Diaz. Briefkastenschlüssel. Wenn ich mir den Teppich ansehe, dann weiß ich genau, was Diaz die letzten 5 Jahre gegessen hat. Und zwar von jedem einzelnen Tag. Ach ja, ja. Okay, das war's. Ja, das war's. Gut, dann glaube ich, haben wir den Schlüssel zum Briefkasten. Dieses Brummen von der Fliege, es macht mich wahnsinnig. So, den Feuerlöscher lassen wir jetzt natürlich da unten stehen. Der hat auf dem Boden gerumst, aber kein Mensch hat mitgekriegt. Hat's mitgekriegt? Oh oh. Das ist gar nicht der Schlüssel. Hier gibt es nichts, was ich mit dem Schlüssel aufschließen könnte.
Okay, was ist mit der Pinzette? Ja. Ich kann ja wohl schlecht in aller Öffentlichkeit Post aus anderer Leute Briefkästen rausziehen. Wäre keine so gute Idee. Ich muss zuerst diesen Typ hier auf der Straße loswerden. Oh, sieht doch geil. Meinst du echt, der guckt so genau dahin, liebe Lein? Was habe ich denn? Hier, ich gebe dir ein bisschen Kleingeld. Vielleicht kannst du mir helfen, wenn ich dir etwas gebe, um dein Gedächtnis aufzufrischen. Okay. Tienes moedas, como si yo fosse um Deus pedinte. Vais para o inferno. Não vais escapar deste planeta. Vais apodrecer com os outros ignorantes. Ach nee. Der geringe Betrag, den ich ihm angeboten habe, muss ihn wohl verärgert haben. Er ist weg. Das ging mehr als einfach. Was war das denn? So, jetzt aber. Der eine hat es jetzt natürlich ausgemacht. Mit der Pinzette müsste es eigentlich gehen. Dann schauen wir mal nach, wer dir so schreibt, Dias. So viel zum Briefgeheimnis. Ein Brief an Dias. Von wem der wohl ist? WAD Films, 312 Lexham Road, Wichita, Texas, USA. Rua das Flores, Lissabon, Portugal. Ein Brief von der WAD Filmgesellschaft an Dias. Lasche. Oh, der ist aber einfach zu öffnen. Oh, mach doch nicht so spannend, Mensch. Ein Brief der WAD Filmgesellschaft an Dias. Ja, wissen wir. Sehr geehrter Mr. Dias, Dias, Buenos Dias. Ich mache Sie nun zum letzten Mal darauf aufmerksam, dass wir unter keinen Umständen Kontaktdaten unserer Schauspielerinnen herausgeben können. Ihren vielen Zuschriften ist zwar durchaus zu entnehmen, was für ein großer Bewunderer von Miss Liv Santi Sie sind, doch wir können Ihren wiederholten Bitten auf keinen Fall Folge leisten. Egal wie viel Geld Sie auch dafür zu zahlen gewillt sind. Sollten Sie mit Ihren Bemühungen, Kontakt zu Miss Santi aufzunehmen, fortfahren, sehen wir uns darüber hinaus leider gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, um dies zu unterbinden. Ich hoffe, Sie verstehen unsere Haltung in dieser Angelegenheit und bleiben auch weiterhin ein zufriedener Käufer unserer Filmprodukte. Mit freundlichen Grüßen, Bobby T. Jefferson. Sehr geehrter Mr. Dias, ich mache Sie nun zum letzten Mal darauf aufmerksam, dass wir unter keinen Umständen Kontaktdaten unserer Schauspielerinnen herausgeben können. Ihren vielen Zuschriften ist zwar durchaus zu entnehmen, was für ein großer Bewunderer von Miss Liv Santi Sie sind, doch wir können Ihren wiederholten Bitten auf keinen Fall Folge leisten. Egal, wie viel Geld Sie auch dafür zu zahlen gewillt sind. Sollten Sie mit Ihren Bemühungen, Kontakt zu Miss Santi aufzunehmen, fortfahren, sehen wir uns darüber hinaus leider gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, um dies zu unterbinden. Ich hoffe, Sie verstehen unsere Haltung in dieser Angelegenheit und bleiben auch weiterhin ein zufriedener Käufer unserer Filmprodukte. Mit freundlichen Grüßen, Bobby T. Jefferson, WAD Films, Vorstand. Oh mein Gott. Dias ist ja absolut besessen von dieser Liv. Der Typ hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Danke, dass du mich das erst vorlesen lassen hier, Liebelein. Ah! So, ich hatte hier hinten eine Tür. War das vielleicht der Hintereingang zum Haus? Ah, nee, doch nicht. Moment, dann hatte ich nur die Tür zum Kiosk, die verschlossen war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte er den Schlüssel zum Kiosk unter seiner Fußmatte haben? Ach nee, warte mal, da war noch keiner da zu sein. Ja, ja. Okay, da war doch keine Tür. Moment, und hier drüben auf der anderen Straßenseite, da haben wir nur den Automaten. Und dann das hier. Wofür ist der Schlüssel? Okay, also kann's ja nur hier im Haus. Aber wo? Vielleicht hier weiter hoch? Ne, Fenster? Die Treppe kann ich gar nicht mehr anklicken. Ich habe keine Zeit, irgendwelchen unnützen Kram genauer zu untersuchen. Bald wird jemand die eingeschlagene Tür bemerken. Da könntest du recht haben. Ich lasse den Feuerlöscher, wo er ist. Heute muss ich ja hoffentlich nicht noch mehr Türen einschlagen. Extintor de Fu... Hm.
Ich habe hier aber leider nichts Abgeschlossenes gefunden. Das Bücherregal. Liv Santi. Ah, Mensch, ich übersehe da jetzt schon wieder was. Aber hier ist nichts. Vor dem Regal sind tiefe Schleifspuren im Boden. Irgendwas ist dahinter, aber ich habe nicht genug Kraft, um es wegzuschieben. Oh, dann schmeiß es da einfach um. Dafür hast du Kraft. Manchmal findet man in einem... Ja, super. Fünf... Chris... Dies... 50... Vermurks nochmal. Und hier ist Onyx. Hier den Teppich kann ich mir auch nicht angucken. Da was rumliegt, das kann ich mir nicht angucken. Und hier hinten die Schublade. Aber was hat es mit der Schublade noch auf sich? Ich sollte diese eine Tabelle um römische Zahlen in Arabisch. Nur die Umrechnungstabelle. Alles andere habe ich mir angeguckt und abgearbeitet. Nee. Ah, warte mal. Ein altes... Geh mal auf die andere Seite. Oder so. Fach auf. Aha. Das war ganz schön schwer, aber jetzt sind die Batterien raus. Sehr schön. Verschwindet jetzt das Radio? Ja. Nee, doch nicht. Aber wir haben die Batterien. So, und jetzt die Frage... Oh, Moment, wahrscheinlich... Sieht aus wie ein Taschenrechner, ist aber viel schwerer und irgendwie merkwürdig. Aha. Seltsames Spielzeug. Das hat bestimmt etwas mit dem Zettel und den römischen Zahlen zu tun. Haha, ich hab's gefunden. Ja, da fehlen nämlich die Batterien, wusste ich's doch. Rin. Und er funktioniert. Das Klicken kam von hinter dem Bücherregal. Denk Was? Nach, Lara. Der Taschenrechner ist bestimmt eine Art Fernbedienung. Aber wie funktioniert sie? Was muss ich eingeben? Irgendwo muss es jedoch einen Hinweis darauf geben. Okay, Freunde, das sehen wir uns im nächsten Teil an. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Macht es gut, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.